So, da sind wir endlich mal wieder nach viel zu langer Zeit meiner Meinung nach und ich lege jetzt mal direkt weiter los. Wir waren gerade in Mexiko, wir werden von Wölfen angegriffen und ich werde jetzt einfach mal mit meinem ungarischen Halbblut zu De Santa reiten, um eben mal wieder ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange nicht mehr aufgenommen habe, aber ich hatte schlicht und ergreifend keine Zeit und wenn ich Zeit hatte, hatte ich keine Lust, was auch immer. Naja. Feiglinge sterben öfters. Das klingt sehr logisch. Your master. Good news, good news. The Coronel himself wants to speak to you. Come. Bin ich mal gespannt, was der uns zu sagen hat. Besito, besito, don't be so conventional. Ah, look at that ass, huh? Magnificent. Now save her for later. Or I'll kill her and all her family. They're probably rebels anyway, huh? Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. You know, you are a rare find. A gringo who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Okay. Lad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and De Santa to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you for all your help, senor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, huh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo? Don't we all? De Santa, I want you to take care of Senor Marston. Vámonos, cabrón. Go. Adelante. Mi amor. Mi amor. Ich verstehe ja nicht, wieso die Spanier irgendwie immer so ein umgedrehtes Ausrufezeichen oder Fragezeichen vor ihren Sätzen haben, wie man hier gerade gesehen hat. Naja, was auch immer wir jetzt machen müssen, ich folge einfach mal De Santa. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Ich habe hoffentlich braucht er nicht wieder so lange und jetzt ist er besoffen. Naja. Ich hoffe, jetzt gleich geht mal wieder ein bisschen hier Action los, weil sonst schlafe ich noch ein. Ich springe direkt mal zum Zielort nach Chupa Rosa, weil ich habe keine Lust mehr und ich schätze mir eh genauso wenig die ganze Fahrt anzugucken. Das ging ja schnell. Oh, die Aufgabe klingt doch schwierig. Betritt Chupa Rosa. Nehme ich mal lieber direkt mein, was für ein Gewehr ist das? Winchester? Ja, Winchester. Hoffentlich kommt jetzt eine Schießerei. Ich mach mir einfach mal so die Tür auf. Hat ja sicher niemand was dagegen. Oh, ich erinnere mich an die Szene. Jetzt passt auf. Mr. Marston, gracias for your service. Please. In einer Kirche. Das ist traurig. Und De Santa wird mir dafür büßen. Levanten esta pizza mierda. Levantenlo. Marston! Hey! Marston! You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience. Because you're about to meet God. My brother! They will kill you if we don't get your ropes off. Over here, I will free you.
versuchen wir mal uns ein bisschen zu ein, weil schließlich habe ich keine Waffe und ich kann auch benutzen, selbst wenn ich eine hätte, weil ich gefesselt bin. Na, auf jeden Fall, ich finde das ja bei Red Dead Redemption immer wieder toll, wie hier der Regen animiert ist, wenn er auf die Glasscheiben tritt. Hey, mir fällt gerade mal auf, dass ich mein Poncho nicht mehr umhab. Diese Schweine, die haben mich umgezogen. Ist ja voll. Oh ja, das sieht doch gut aus. Ich habe schließlich Waffe. We will save you, Joe. Hol ich mir mal schnell die Sachen zurück. Ah ja, natürlich, in einer Kiste passt so ein Repetiergewehr. You want to die, mister? Das erinnert mich an ein paar Parts früher, als ich einen totalen Pechsträhne hatte. Naja, ich hoffe, es geht jetzt nicht schon wieder so los. Ich war einfach ein bisschen zu unvorsichtig und naja. Versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Acht zu geben. Mein Gott, wie lange braucht der denn? Noch zwei Leben, einer ist oben, einer unten. Zwei Leben. Oh ja, jetzt habe ich ihm den Hut geschossen. Schade, dass ihr jetzt das so blöd geschnitten gesehen habt. Und ich mag die Spur, ich finde die so schön simpel. Man muss nicht. Hallo! Ja, wieso habe ich jetzt hier noch eine Schrotflinte? Achso, natürlich keine Munition. Das geht auch immer wieder, damit. Ich habe Angst, dass es nicht durch die Tür. Oh, genau so! Das war knapp. Tut mir leid, ich werde nicht mehr so unvorsichtig sein. Ich habe es mir gerade noch vorgenommen. Das gibt es doch nicht. Ich spiele echt zu viel Call of Duty. Ich habe die Steuerung hier gar nicht mehr im Griff. Okay, keine Experimente mehr. You think I'm joking? Vorhin noch 1000 Schuss dafür und jetzt. Hallo, hängst du mal auf nachzuladen? Einfach saufend. Ja, viva la Revolution! Klang jetzt irgendwie mehr Französisch als Spanisch. We have proven that the days of this evil regime are numbered. Soon we shall be free, living together in a noble republic, justly ruled by fine men. But, el trabajo. The job is not done.
Our struggle is not over. We will fight all day and night until local tyrants like Allende are no more. Das sind doch mal überzeugende Worte. Him and all his dogs are brought to the sword. We shall be free. This time things shall be different for every man and woman in this land. And one day soon, Allende will know justice. My brothers, fight on. In our hearts, we are all free. Let us make this a good question from the last Ecke. Wieso hält man so eine Rede nicht auf Spanisch? Vielleicht damit die Minderheit unter diesen Rebellen, wie John Marston, den auch versteht. Boom plus 250, das ist doch toll. Ich glaube, das Spiel will von Natur aus, dass man, ich meine, die sagen zwar, die lassen einem die Chance, aber ich glaube irgendwie, das Spiel will von Natur aus, dass man ehrenvoll ist, weil wenn man für die Mission, die man auf jeden Fall so zu erledigen hat, Ehre kriegt, dann, naja, ich weiß nicht. Ich meine, also ich könnte die Ehre, wenn ich wollen würde, auch ganz schnell wieder loswerden, wo wir mal wieder bei der Moral wären, die wir in ein paar Parts angesprochen hatten. Naja. Gucken wir mal, zu wem wollen wir denn? Wer ist denn näher? Ich schätze mal Luisa, genau, Luisa heißt sie. Wo ist Reyes? Hevi. Achso, der ist da. Na, auf zu Luisa. Scheiß drauf. Wer benutzt schon richtige Wege? Naja, ich werde gerade drauf aufmerksam, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, deshalb werde ich einfach mal zur Mission hinreiten, zu der reizenden Luisa, und dann werde ich den Part auch beenden und die Mission im nächsten Part gucken. Also, jetzt wird hier nicht mehr so viel passieren. Ich werde nur noch reiten und reiten durch den Regen, durch Mexikos Prärie. Sah das nicht poetisch aus? Huch, nicht runterfallen. Und ich reite von Stein. So. Da werden wir mal vor der Mission. Und ich beende den Part hier.